Ich werde auch Koran predigen, wenn ich gelesen habe und es verstanden habe. Die Bibel habe ich auseinandergenommen, da sind viele Falschen gefälscht, verfälscht. Das ist die Wahrheit. Und ich bin der ein Mensch, der die Wahrheit sprechen muss. Ich werde das Christentum nicht schönreden. Ich sehe jetzt den wahren Christentum, die versuchen mich jetzt umzubringen. Überleg doch mal. Also bedrohen mich, ja. Bedrohen meine Familie und sagen, wenn du weiter über Koran redest, wenn du weiter über Islam redest, wenn du weiter sagst, dass das deine Brüder sind, dann hast du ein Problem mit uns. Patriot, hör zu, was ich dir zu sagen habe. Bruder Harut, du bist das, ne? Guck mal, flieg nochmal nach Armenien. Ja. Yeah. Und sag denen das, was du hier sagst über den Christentum, die zerstückeln genau dich. Zu was. Die zerstückeln genau dich. Zu was. Die zerstückeln genau dich. Zu was. Mach das mal dort, was du hier gesagt hast. Warte ja, mal. Du weißt, das wirst du niemals überleben. Warte ja, du mal. Weißt, das wirst du niemals überleben. Noch mal dahin und sag dasselbe, was du hier auf TikTok sagst, dort ja. In Armenien. Mal sehen, bist ob du überlebst. Sicher? Mal sehen, bist ob du überlebst. Sicher? Du weißt, was die mit dir da machen würden. Hör mal, warum bist du nicht in Armenien? Du, sag mir du das weißt, mal. Was die mit dir da machen würden. Guck mal, wenn, wie, wenn du das, was ist los wenn du mit das dir? Selbe, hast du Schallplatten wechseln? Wenn du, das sel- wenn du dasselbe, was du hier gesagt hast, in Armenien sagen würdest, du weißt ganz du genau, was mit zu. Dir passiert. Hör mir genau zu. Guck mal, flieg nochmal nach Arzach. Ja, ruf mich an. Zu tun. Flieg nach Arzach und ruf mich an, dann wirst du sehen. Ich sprich gerade mit einem.